Von daher, Bewerbung ist raus. Die ist so lieb. Ich glaube, die würde jeder gern haben. Wir haben tatsächlich sehr viele Humorvolle in der Kabine. Die Lena Oberdorf, auch als eine der Jungen, hat sehr viel Spaß. Auch eine Sarah Dorsen, eine Alexandra Popp. Obi ist da ganz vorne mit dabei. Die kommt immer auf irgendwelche Ideen, wo du so denkst, Obi, was machst du da wieder? Die Schlimmste von allen. Eigentlich lachen alle. Also auch so mein kleines Grüppchen in der Ecke, so mit Feli Rauch, Pia Wolter, Joel Wedemeyer. Wir haben da auch viel Spaß. Ich würde sagen, das ist Feli. Ja, die ist immer für irgendwas gut. Ich würde sagen, von einer Person, von der man es nicht unbedingt denkt, aber Feli hat auf jeden Fall einen Schalk im Nacken. Sie kommt manchmal nicht so rüber, aber hat Faust in den Ohren. Ein Fan hat tatsächlich zu mir schon mal gesagt, dass ich den Schalk im Nacken habe. Ich kannte die Bezeichnung vorher nicht, dann habe ich das mal gegoogelt und dann war mir das bewusst, was es bedeutet. Ich würde eigentlich Felicitas Rauch sagen. Eigentlich vergeht kein Tag, an dem sie nicht irgendwie mir einen Spruch drückt oder wo wir halt dann Späßchen machen. Und ja, was auch mal ganz gefährlich ist, dass sie mir immer irgendwas erzählt und ich das dann meistens auch glaube. Aber meistens ist das dann auch irgendein Unfug. Feli Rauch. Die beschwert sich immer, dass sie viel erschreckt wird, aber hat auch immer den einen oder anderen Streich bei der einen oder anderen Person parat. Deswegen, glaube ich, trifft es sie ganz gut. Ich würde jetzt aber sagen, Sandra Starke. Die ist neu jetzt, ich kenne sie schon ein bisschen länger und die hat des Öfteren mal Flausen im Kopf. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind generell eine sehr lustige Truppe, haben, glaube ich, generell zusammen sehr viel Spaß. Shanice und Jill, die zwei, ja, die haben immer, ja, die sind einfach ein klasse Duo. Gerold, ja, und Lynn Willems, ja, krass, but funny, lustig. Ich glaube, Sarah Dawson hat immer eine gute Idee. Feli ist aber auch immer jemand, die gerne mal andere Leute da irgendwie auch ärgert. Die wird aber auch regelmäßig erschreckt, also von daher kriegt die auch immer gut zurück. Kathi Hendrich ist so eine Kandidatin. Der sitzt auf jeden Fall der Schalk im Nacken und die ist immer für den Spaß zu haben. Ich finde Sophie irgendwie ganz lustig, muss ich sagen. Und die Kombination Sophie-Obi ist auch immer ganz, ganz amüsant. Sarah Dawson auf jeden Fall. Und ich glaube, Sophie und ich sind auch keine schlechte Kombi. Also ja, wir machen da auch viel Spaß. Ja, Sophie. Sophie ist immer mit Lächeln und ja, ich denke sie. Neuerdings würde ich tatsächlich sagen Sarah Dawson. Vielleicht Sarah Dawson? Sarah Dawson? Die Romantikerin. Ja gut, ich habe noch kein romantisches Date irgendwie gehabt mit der Mannschaft. Spontan würde ich wahrscheinlich sogar auch Sarah Dawson sagen, dass sie so mal erzählt, was sie für Ideen hatte. Ist sie, glaube ich, ganz gut vorne mit dabei. Das ist eine richtig gute Frage. Definitiv nicht Sarah. Sarah Dawson vielleicht? Ich würde sagen, vielleicht Sarah Dawson, eine kleine Romantikerin. Könnte sein, ja. Sarah. I don't know, I have a feeling that she's really, really romantic. Gut, da habe ich jetzt nichts erleben dürfen, sage ich mal so. Aber ich glaube, ich habe eine neue Seite von Sarah Dawson, die ist jetzt in einer glücklichen Beziehung, wenn ich das so erzählen darf. Und sie durchlebt so eine kleine Typveränderung, würde ich jetzt behaupten, und hat durchaus auch eine romantische Seite. Die Romantikerin? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind alle sehr romantisch. Ich würde schon fast sagen, dass ich das selber bin. Also privat dann, ne? Weiß ich gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Tui vielleicht ganz romantisch sein kann. Vielleicht Kathi mal, oh, könnte ich mir vorstellen. Ich muss sagen, seit ich mit meinem Freund zusammen bin, bin ich echt jeden Tag immer noch so verliebt. Und wir machen auch viele Dates und also wir machen schon viele coole Sachen. Also ich kann mir vorstellen, so von der schwedischen Mentalität, dass Rebeccas Blomqvist sehr romantisch ist. Ich weiß nicht, maybe Rebecca? Ja, Rebecca. I would want to say Svenja Huth, actually. Yeah. Ich heiße Svenja. Ich glaube, dass Svenja Huth sehr romantisch sein kann. Ich natürlich. Nein. Die perfekte Schwiegertochter. Me, obviously. Das muss ja jeder sich selber nennen, oder nicht? Von daher, Bewerbung ist raus. Also,
Ich habe jetzt die WG Wolter Rauch besucht und ich muss sagen, sie ist sehr ordentlich aufgeräumt, sie ist gut durchorganisiert, selbst mit Essensplan und Einkaufsplan. Von daher kann ich mir vorstellen, dass die beiden das ganz gut machen. Pia, I think, ja. Yeah. Pia, glaube ich. Ich glaube, mit Pia kann man nichts verkehrt machen. Ich glaube, das wäre ein Traum vieler Großeltern. Pia. Pia ist die perfekte Schwiegertochter. Immer höflich und nett und zuvorkommend. Die Schwiegertochter wünscht sich, glaube ich, jeder. A lot of girls in the team, I think, because we have a really nice team. I love all the girls. Joelle Wedemeyer. Joe vielleicht? Die ist immer lustig drauf, sehr verantwortungsbewusst. Ist immer für alle da, deswegen wäre Joe, glaube ich, ganz gut. Joelle Wedemeyer. She is really nice girl and yeah, I think so. She will be the perfect one. Sie ist voll nett, voll lieb. Sie denkt an viele Sachen. Ja, sie ist auch meine Zimmerpartnerin, deswegen glaube ich schon, dass sie gut ist. Ja, vielleicht Do. Sie ist immer auch immer nett und ja, Do. Kathi. Die ist so lieb. Ich glaube, die würde jeder gern haben. Aber auch Kathi, ja. Do und Kathi. Sie ist auch immer nett und sie fragt, wie geht's dir? Immer alle fragen, wie geht's dir? Aber sie ist immer so gemütlich. Kathi Hendrich nicht? Die perfekte Schwiegertochter. Ich glaube, das ist Kathi. Sehr, sehr angenehm, offen, ganz lieb, eine richtige Mausi. Ich glaube, da freuen sich alle Schwiegereltern. Sag ich jetzt einfach mal Feli, weil sie einfach ja, ein guter Mensch ist, lieb, nett und ja, einfach eine tolle Person, die man gerne als Schwiegertochter hat. Vielleicht Tui? Die perfekte Schwiegertochter. Ich glaube, Turit. Turit ist so everybody's darling und jeder mag Turit. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der Turit nicht mag und immer nett und lieb. Und ich glaube, die könnte keiner Fliege was zu Leide tun. Ich weiß nicht, Tui ist, glaube ich, ist schon immer so eine Frohnatur, immer fröhlich. Ich glaube, so eine Taps, Lena Lattwein, glaube ich, die sind so brav. Sag ich jetzt einfach mal. Tabea Wasmut, würde ich sagen, weil sie ein sehr ruhiger Mensch ist, aber sehr lieb und ja, auch sehr tiefgründig, schlau, war, denke ich, auch sehr fleißig in der Schule, hat ihr Studium durchgezogen und ich glaube, dass sich jede Schwiegermama über Tabi freuen würde.